Heute war die Herzogin von Sussex, Meghan Markle, wieder auf der Nachrichtenszene, aber diesmal war sie nicht so sehr im Visier der Aufmerksamkeit, sondern ein scherzhafter Ausfall von der berühmten Schauspielerin Tiffany Thiessen in ihrer Adresse. Thiessen, der den nationalen Tag der Pizza mit Peperoni feierte, ließ sich einen leichten Witz über Meghan Markles kulinarische Fähigkeiten zukommen, was einen Sturm der Diskussionen um die Person der Herzogin auslöste. Dieser scheinbar unschuldige Kommentar hat nicht nur die Thiessen-Fans amüsiert, sondern auch Diskussionen über Meghan Markles öffentliches Image und die Dynamik der Wahrnehmung von Prominenten in der modernen Gesellschaft neu entfacht. Tiffany Thiessen, die durch Rollen in Kultserien der 90er Jahre wie Save the Cal und Beverly Hills, 1902 weithin bekannt wurde, ist erfolgreich in eine neue Karriere als Koch und Guru übergegangen. Ihre Rezepte und Kochtipps haben sie zu einem Liebling in der kulinarischen Gemeinschaft gemacht, in der sie mit ihren Fans leicht kommuniziert. Mit seinem Sinn für Humor und dem etablierten Vertrauen in die Fans kann sich Thiessen scharfe Kommentare leisten, ohne ernsthafte Kritik an seiner Adresse zu befürchten. Genau dieser Ruf hat den Boden für ihren jüngsten Witz über Meghan Markle geschaffen, eine Figur, die seit ihrem Eintritt in die königliche Familie ständig unter dem Feuer der öffentlichen Aufmerksamkeit und Kritik steht. Während sie den nationalen Pizzatag mit Peperoni feierte, teilte Thiessen in sozialen Medien den Moment mit, in dem sie Pizza kochte, und fügte eine eindringliche Bemerkung hinzu, die eindeutig an Meghan Markle gerichtet war. Sie fragte ihre Abonnenten: "Meghan, weißt du, wie man Pizza kocht?" Der Hinweis war klar, Thiessen beschloss, die Herzogin über ihre kulinarischen Fähigkeiten zu informieren. Dieser scharfe Kommentar erregte schnell die Aufmerksamkeit von Fans und Kritikern und löste eine Welle von Reaktionen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aus. Viele fanden diesen Witz lustig, indem sie Thiessens Sinn für Humor und Einfallsreichtum lobten und dies als harmlosen Austausch von Hinweisen in der wettbewerbsorientierten Welt der Prominenten und des Kochens betrachteten. Schließlich kann eine kleine freundschaftliche Rivalität sehr unterhaltsam sein. Meghan Markles Anhänger ließen jedoch nicht auf eine Antwort warten und behaupteten, dass solche Kommentare nur die negativen Stereotypen und den endlosen Strom von Kritik verstärken, mit denen Meghan seit ihrer Ehe mit Prinz Harry konfrontiert ist. Kritiker betonen, dass solche Bemerkungen die facettenreiche Persönlichkeit der Herzogin schmälern und ihr Bild auf eine einfache Frage der kulinarischen Fähigkeiten reduzieren. Der Thiessen-Witz unterstreicht das größere Bild, das die öffentliche Wahrnehmung von Meghan Markle prägt. Seit sie der königlichen Familie beigetreten ist, wird sie in den Medien ständig einer sorgfältigen Analyse unterzogen, die sich oft mit ihrer Herkunft, ihren Entscheidungen und ihren Fähigkeiten befasst. Rücksichtslose Kritik deckt alles ab, von ihren modischen Vorlieben und ihrem Erziehungsstil bis hin zu ihren kulinarischen Fähigkeiten. Diese ständige Analyse wirft Fragen auf, wie die Gesellschaft Frauen wahrnimmt, insbesondere diejenigen, die sichtbar sind. Meghans Erfahrung unterstreicht doppelte Standards, bei denen Frauen nicht nur nach ihren beruflichen Leistungen, sondern auch nach ihren häuslichen Fähigkeiten bewertet werden. In Meghans Fall nimmt diese Kritik oft einen persönlichen Charakter an, was zu einer Flut negativer Kommentare führt. Soziale Medien spielen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des öffentlichen Diskurses um Prominente. Plattformen wie Instagram und Twitter bieten Prominenten Raum für Selbstdarstellung, ermöglichen es aber auch der Öffentlichkeit, schnell und oft ohne Filter zu reagieren. Der Kommentar von Thiessen, obwohl er scherzhaft war, flog schnell in den sozialen Medien herum und löste eine breite Diskussion über Meghans Ruf aus. Die virale Natur sozialer Medien bedeutet, dass eine einzelne Bemerkung Debatten und Diskussionen hervorrufen kann, die weit über das anfängliche Publikum hinausgehen. In diesem Fall hat Thiessens Witz nicht nur Spaß gemacht, sondern auch wieder Gespräche darüber ausgelöst, wie Meghan Markle in den Medien vertreten ist und wie sie von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Dieser Vorfall wirft auch Fragen über die Kultur von Prominenten auf. In einer Zeit, in der öffentliche Figuren ständig unter dem Mikroskop stehen, wird die Grenze zwischen Bewunderung und Kritik oft verwischt. Prominente wie Meghan Markle sind eine Mischung aus Inspiration und Kritik und ihr Leben wird oft für die Öffentlichkeit präpariert.
Der Thyssen-Witz erinnert uns daran, dass selbst diejenigen, die sie lieben, auf Kosten anderer am Humor teilnehmen können. Obwohl Humor ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Interaktion ist, kann er auch Stereotypen stärken und eine Atmosphäre der Negativität schaffen, besonders wenn er sich an diejenigen richtet, die bereits Schwierigkeiten haben. Um den Kontext von Thyssens Bemerkung vollständig zu verstehen, ist es wichtig, sich an den Weg zu erinnern, den Meghan Markle unternommen hat. Einst eine erfolgreiche Schauspielerin zog sie in das königliche Leben einen Schritt, der ihre öffentliche Identität grundlegend veränderte. Ihre humanitären Bemühungen und ihre aktive Position zum Schutz der Frauenrechte werden oft von sensationellen Erzählungen überschattet, die sich auf ihr persönliches Leben konzentrieren. Ihre Erfahrung zeugt von der Schwierigkeit, als öffentliche Figur durch das Leben zu navigieren. Trotz erheblicher Schwierigkeiten hat Meghan auch Widerstandsfähigkeit und Engagement für ihre Werte gezeigt. Diese Merkmale bleiben oft vor dem Hintergrund der öffentlichen Meinung unbemerkt. Angesichts des Kommentars von Thyssen ist es wichtig, sich an die Unterstützung zu erinnern, die öffentliche Persönlichkeiten wie Meghan benötigen. Obwohl leichter Humor Spaß machen kann, ist es wichtig, Diskussionen über Menschen mit Empathie und Verständnis anzugehen. Ständige Kritik kann jeden betreffen und Prominente verlassen sich oft auf die Unterstützung ihrer Fans und Verbündeten, um den Sturm zu überstehen. Unterstützung kann sich in einer Vielzahl von Formen manifestieren, von positiven Interaktionen in sozialen Medien bis hin zu öffentlichen Erklärungen, die ihren Wert bestätigen.